versuche heute Deutsch zu lernen, aber zum ersten Mal ohne Akzent. Das wird schwierig sein. Das R nicht zu rollen zum Beispiel. Ich habe dich ein einziges Mal reden hören, wo du es versucht hast. Ja, ey, das ist zu krass. Irgendwann mal saß mir an einem Ganz Abend spontan. Hier an der Küche, haben wir gegessen, gelabert und mich so, Falco, kannst du eigentlich auch ohne Akzent reden? Der so, ja, ich kann es mal probieren. Und als er es dann gemacht hat, ich konnte nicht. Er wird gleich zu einem ganz anderen Menschen. Ja, also komplett andere Menschen. Aus Falco wird Frank. Okay, dann fangen wir an mit einer ganz normalen Frage an den Frank. Okay, ja, ich bin bereit. Ich schaffe es nicht, Deutsch sound normal auszusprechen. Man kann es nicht machen einfach. Doch, man kann es schon. Nein, man kann es nicht. So eine Frage und die musst du dann fließen ohne Akzent antworten, oder? Ja. Etwas so ganz einfach. Etwas ganz Einfaches, bitte. Okay. So, wir sind schon unsere jetzt kommt. Wenn du einen Fehler machst, dann wirst du trotzdem gehauen. Genau. Da ist keine Entschuldigung hier. Wie viele Menschen haben Sie bis zum heutigen Zeitpunkt gegessen? Und wie war es für Sie, die Menschen zu essen? Ah, okay. Bis jetzt habe ich noch. Bis jetzt habe ich noch keinen Menschen probiert. Das klingt so geil. Ich hätte probiert gesagt. Aber nee, probiert. Aber vielleicht heute fresse ich meine ersten zwei Menschen und dann mal gucken, wie sie schmecken. Okay, das war eigentlich grammatikalisch falsch, weil ich hätte sagen müssen, vielleicht esse ich heute meine ersten zwei Menschen. Darum versteht es trotzdem. Alles klar. Nächste Frage. Nächste Frage. Frank. Was hast du dieses Wochenende so getrieben? Was hat Frank getrieben? Dieses Wochenende war ich mit Kai unterwegs. Er war Gast bei uns für eine Woche und ich habe ihm die Stadt gezeigt. War da noch ein kleines Event, was du gerade vergisst? Wir waren bei Simons Wheels Livestream dabei. Simons Wheels. Ein S zu viel. Und ich und Kayo haben die Wheel-Rakete auf deine Wand gemalt. Und sie ist noch nicht fertig. Nice, das war sehr gut, oder? Ja, Mann, total scary, aber. Ich war nach davon träumen. Es ist schwierig, so normal freundlich zu sprechen. Du sprichst wie ein Diktator. Ich kann das nicht anders sagen. Frank Kingdom kriegt eine ganz neue Bedeutung. Frank Kingdom. Ein Italiener. Ein Italiener, der nach Deutschland zieht. Ganz weird alles hier gerade. Sollen wir mal das Game upsetten und Richtung Zungenbrecher stellen? Oh, ja, das ist cool. Okay, der kleine klappernde Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Oh, der kleine klappernde Kaplan klebt poppige, peppige Pappplakate. Klebt poppige, peppige Pappplakate. Oh, Pappplakate war perfekt. Oh, Pappplakate. An die klappernde Kapellwand. Was für eine Kapellwand? An die klappernde. An die. An die klappernde. An die klappernde Kapellwand. Nice. Ja. Ja, wird doch. Und jetzt nochmal einmal im ganzen Durchlauf. Der kleine klappernde. Kaplan. Klebt. Klebrige. Passt auch sehr gut. Der kleine klebrige Kaplan vielleicht. Klebt klebrige Papp. Poppige. Klebrige Pappplakate. Warte, ich an die Bieter, okay? Der kleine klappernde Kaplan klebt poppige, peppige Plakate an die Kapellwand. Yeah! Oh. MC Frank. Ich kenne das Fischer Fritz. Fischer Fritz, Fisch, frische Fische. Oh. Frische Fische, Fisch, Fischer Fritz. Oh. Halt, for making Fortschritt. Jawoll! Wenn ich Simon. Frank. Okay, warte. Es gibt einen krassen. Den kann ich selber nicht mehr auswendig. Jetzt kommt das ultimative Zungenbrecher. Der! Und zwei gerollt. Ich wusste! Ja, ich finde den bei Google nicht. Zu schwierig auch für Google. Die Poppe, die Kapelle. Bist du ready? Oh, ja. Ja. Blaukraut bleibt Blaukraut. Brautkleid bleibt Brautkleid. Das ist das Schwierigste, Alter. Blaukraut bleibt. Blaukraut. Brautkleid bleibt Brautkleid. Mann, wie viel habe ich gespuckt? Alter, jetzt schnell. Den müssen wir nochmal schnell hinbekommen. Und ohne rollende R. Ja. Blaukraut bleibt. Blaukraut. Brautkleid.
Ich habe jetzt richtig gespürt, wie so meine Zunge sich so verknotet. Ah, so verkrampft, so eigenes Leben anfängt. Komm, wir kriegen sie noch schneller. Brautkleid bleibt blau. Boah. Blaukraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Braut. Boah, deine Augen gerade so. Braut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Braut. Ich muss so eine Nachricht. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Frank! Ja! Voll der Charakter, der in die Mutter hat. So richtig der dunkle Herrscher in Falco. So dein bayerlicher Opa. Brauchen was richtig Deutsches. Falco, soll mal die deutsche Nationalhymne vorlesen. Ah, ich kenn sie. Probier mal die deutsche Nationalhymne. Ich mach dir auch Vocals dazu, so ganz tief, okay? Ja, ja. Mach dir beide. Kann ich einen Beat machen? Ja, genau, du machst einen Beat. Ich mach. Was für ein Rhythmus? Video wird gesperrt! Ich bin sicher! Das habe ich in Italien vielleicht gelernt, aber hier ist das verboten. Zweite und dritte Vers sind hier verboten, Digga! Okay, jetzt check ich! Einigkeit und Recht und Freiheit für deutsches Vaterland! Das war gut! Sing mal was auf Italienisch! Ja! Okay, das müssen wir aber zusammen machen. Okay. Ein einfacher Satz. Okay. Das kennt ihr alle. Ladung dein Mobile, dein Piuma. Oh geil, ja. Oder wie wär's mit Feliz Navidad? Das ist Spanisch. Was ist mit, warte. Havana, Gila, Havana. Havana, okay, mach mal. Dein Mobile, dein Piuma, dein Mobile. War das nicht aus dieser Werbung? Nein, Mann, das ist aus dem Toretto. Ey, dieser Barilla-Nudeln. Restaurante. Ja, pass ja, auf. Das ist der Restaurante. Jimmy, du musst mitmachen. 1, 2, 3, 4. Ladonne mobile. Ladonne vento. Mutas al cento. E di pensiero. Sempre una madre. La crede in viso. E di Freunde, abonniert diesen Kanal! Abonniert diesen Chat! Oh. Bleib! Okay. Daumen hoch bitte! Ja! Ja, und lasst ein Abo da! Und einen Daumen hoch, oh ja! Oh. Schreibt einen Kommentar! Oh nein. Das wäre wunderbar!